Was verbindet uns? Das ist das Motto des diesjährigen Reformationstags. Europa um das Jahr 1350. Ein Rückblick. Die Pest hat sich gerade ausgebreitet. Sie wird auch Schwarzer Tod genannt. War die Pest erstmal in einem Haushalt angekommen, hatte dort kaum jemand eine Chance. So ansteckend war diese Seuche. Infizierte lebten noch einen oder eineinhalb Tage. Und die Pest breitete sich so in Europa aus, dass sie dort innerhalb von wenigen Jahren etwa 40% der ganzen Bevölkerung in Europa auslöschte. Es muss grausam gewesen sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Nach dieser riesigen Pestkatastrophe hat es in Europa jahrhundertelang immer wieder kleinere Ausbrüche gegeben. Mal regional, mal weiter regional. Alle paar Jahre woanders. Flöhe übertragen die Pestbakterien zwischen Tieren und Menschen. Und Menschen geben dann diese Bakterien, diesen Erreger untereinander per Tröpfchen Infektion weiter. Aber das wussten die Menschen damals natürlich noch nicht. Sie deuteten solche Seuchen eher als Gottes Strafe oder als Wüten des Teufels. Medizinische Erkenntnisse und breites Vertrauen in die medizinische Wissenschaft hatten die Menschen erst viel später. Im Jahr 1894 und dann immer wieder im letzten Jahrhundert wurde das Pestbakterium und wurden die Bedingungen erforscht, die für dieses Bakterium so richtig gut sind, wo sich dieses Bakterium so richtig wohlfühlt. Also erst ab vor 120 Jahren und dann immer wieder 1950, 1980 herum. Abgesehen von dieser Pest gab es in jüngerer Zeit immer wieder große Pandemien, die auf Viren zurückgingen. Die sogenannte russische Grippe ab dem Jahr 1889 zog sie um die Welt. Oder die sogenannte spanische Grippe ab 1918 oder die sogenannte Hongkong-Grippe ab dem Jahr 1968. Und nun eben 2020, wir erleben das Coronavirus. Was verbindet uns mit den Menschen von früher? Uns wird vielleicht schmerzlich bewusst, dass das gesunde Leben hier auf der Erde nicht selbstverständlich ist, dass es sehr verletzlich ist und auch, dass es manchmal keine einfachen Erklärungen für schlimme Krankheiten gibt, dafür, dass man liebe Menschen verliert. Was verbindet Sie, was verbindet dich und mich heute? Was verbindet uns heute untereinander? Ich denke, dass wir, egal ob wir uns nun besser kennen oder nicht, gute Bedingungen zum Leben geben sollten, füreinander. Natürlich, klar, im Moment Abstand halten, Maske tragen. Gute Bedingungen zum Leben heißt für mich aber auch, dass ich mit Menschen offen und herzlich umgehe. Ja, gerade denen offen und herzlich zu begegnen, die anders sind als ich und die mir erstmal fremd erscheinen.